Willkommen zu Uncharted. Es gab 2 Wochen Pause und für uns gab es sogar 1,5 Monate, ne Daniel? Ich muss noch ganz kurz meine Traube hier aufessen. Ja, ja, richtig. Lutsch mal dein Träubchen. Lutsch mal das. Ist 1,5 Monate, ist richtig. Eigentlich auch ein bisschen wie fruchtige Hoden, ne? So ein Traum. Egal. Wir sind schon wieder auf dem hohen Niveau. Wie immer. Wir hatten jetzt schon gerade unseren Spaß, muss man dazu gestehen. Wir haben uns jetzt auch seit ein paar Tagen nicht gesehen. Ich ziehe mir gerade das Hemd wieder an, ne? Wir hatten gerade unseren Spaß. Nee, aber wie auch immer. Wir haben übrigens kein Bier, wir haben heute Tee. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier los? Das ist die Jahreszeit. Ich bin noch krank und Daniel ist jetzt schon wieder, oder wird gerade krank. Gefühlt werde ich krank. Ich hatte eine Bronchitis. Ich hatte ja nicht irgendwas, ich hatte ja eine Bronchitis. Ja. Hattet ihr schon mal eine Bronchitis? Also, weil, schreibt es in die Kommentare. Weil ich hatte noch nie eine Bronchitis. Ich hatte in meinem Leben, hatte ich schon viele Erkältungen und Grippen, aber noch nie was Schlimmeres. Und Bronchitis ist ja sowas wie der Next Level Shit von einer normalen Erkältung. Du hast halt eine Erkältung, die ist ja nur so Nase, Nasennebenhöhlen und Hals. Die Bronchien. Und die Bronchien, genau. Und das, die Bronchitis, das wandert ja in die Bronchien und in den Atem, wie heißt das, in die Atemröhre, nee, Luftröhre heißt das. Und dann schwillt die Luftröhre an. Wisst ihr, wie unangenehm das ist? Ich konnte nicht mal eine Treppe steigen, ohne dass ich ins Keuchen gekommen bin, weil die Luftröhre, da kommt keine Luft mehr durch. Aber das rasselt ist das immer so. Ah, oh, sorry. Ja, das ist mit dem Schnaufen, ja, aber nicht mit der Luftröhre. Oh, Haupteingang ist mit Schnauze. Das ist das gleiche wie mit der Bronchitis. Ja, das ist genau. Stellt euch dann die Luftröhre vor, wie diesen Eingang hier. Ist alles voll mit moosbedeckten Steinen. Ja. So fühlt sich's auch an. Das ist sehr schmerzhaft. Aber wie auch immer. Wir trinken deshalb schönen türkischen Apfel heute. Das ist echt geil. Ich kenn zwar jetzt die Firma nicht, das wollen wir auch gar nicht sagen. Ja, wir kriegen ja kein Geld von denen. Also noch sag mal, nicht. Sag mal, noch nicht. Ja. Deshalb promotet uns. Ja, so macht mal einfach. Aber wie. Scheiße, ach guck mal, hier ist doch irgendwas. Genau. Ja, wir spielen jetzt wieder seit 1,5 Monaten das erste Mal, ein bisschen reinkommen, die Steuerung herausfinden. Wie wir jetzt. Wer sind die Leute hier eigentlich? Was ist das? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwie so, da sind wir auf Inseln rumgefahren und da war so ein krasses Ding. Wir suchen immer noch Averys Piratenschatz. So, genau. So weit bin ich noch mitgekommen. Ja. Guck mal, hier kann man. Aber ist das lang. Nicht da, wo wir herkamen, wenn ich jetzt nicht. Nee, wir sind von der anderen Seite gekommen. Ich habe das schon alles voll im Griff hier. Ja. Weiß ich nicht, aber zumindest diese Stelle. So, jetzt mal hier drücken. So, guck mal, er trägt sein Kreuz. Ist wie der Jesus. Jesus. Jesus, und Drake. Gleich fällt alles runter. Klar doch. Dankeschön. Mann, ziemlich viel Hebel. Ja, ist halt Uncharted, ne? Kennt ihr. Oh, das glorreiche Leben meines Schatzes. Und wir müssen uns, glaube ich, jetzt wieder wirklich dann auch konzentrieren, dass wir wieder hier gefangen werden von der. Ja. Eine Sache, weil das hat ja auch echt Spaß gemacht. Es ist ja auch ein schönes Spiel und wir wollen es jetzt auch endlich mal durchspielen. Wir spielen das jetzt schon seit 4 Monaten oder so. Genau, aber. Und es ist ja nun eigentlich auch nicht so ein langes Spiel wie so ein Bloodborne, nee, dass man das so lange spielen soll. Ja. Aber wenn du dich auch immer 6 Wochen gleich absetzt zwischendurch, dann ist halt das auch. Das ist ja gezwungenermaßen. Es ist ja nicht so, dass es dann alles auf freiwilliger Basis passiert. Guck mal, mach's wie ich bin arbeitslos, ich bin immer da. Das ist doch eigentlich ganz schön, oder? Genau. Das ist auch eine Option. Ist doch eine Option, ne? Da musst du ein bisschen geiziger werden. Ja. Die Miete will ja auch von irgendwo herkommen. Na, das bezahlt meine Frau. Ich mache das halt so, weißt du, ich mache das auf die kluge Art. Ja. Ich lasse mich halt einfach aushalten von meiner Frau. Ein Wunder, das schafft. Die verdient Geld, das ist das Schöne. So mal, also irgendwie war das Quatsch, jetzt hier irgendwie hochzuklettern, habe ich das Gefühl. Oder was? Ich bin jetzt noch da oben und dann bin ich irgendwie hier runter. Irgendwie war das Quatsch. Also kannst du noch die andere Seite erkunden, oder? Hm. Ich weiß ehrlich noch nicht so richtig. Was ist denn das da? Ist irgendwie so ein Seil, das ist da irgendwie runtergespannt. So, naja gut, ich werde jetzt mal hier, ich gehe mal zu Sam. Hey Sam, hast du was entdeckt? Nee. Ich glaube, das da unten bringt auch nichts, oder? Nee. War das nicht da eigentlich zu diesen Höhlen? Nee, ach, nee. Ich weiß nicht. Ich gucke mich jetzt hier erstmal noch ein bisschen um. Ja. Also, warte mal. Wir kommen jetzt hierher. Hier kommt man auch nicht wieder zurück. Also, hier ist ja mal ganz schön an so Spielen. Ja. Man kommt hier nicht wieder. So, und. Das ist schon, aber du kannst doch an der, nee, oder? Hier ist leider nichts. Wenn du an diesen Felsstrukturen guckst, kannst du doch da hochkrabbeln, oder? Nee, ich glaube, das ist einfach nur eine horizontale Schichtung, aber kein, vielleicht sind das auch Störungen, weiß ich nicht. Diskontinuitäten, ja. Da ist noch eine Diskontinuität. Naja, hier bin ich ja hochgeklettert eben. Ich glaube, ich muss da schon irgendwie hoch. Und dann war ich da oben und dann war da aber nichts und dann war ich ein bisschen. Aber dann versuch doch mal darüber und vielleicht kannst du ja von der einen Seite auf die andere. Und dann wieder zurück. Na, irgendwie dann, so, ja. Egal. Siehst du, jetzt kommst du da nach oben. Ne, da war ich ja schon. Da war ich schon und dann bin ich wieder runtergehüpft, weil es mir irgendwie. Aber guck mal, jetzt kann ich über den Bogen laufen, du hast vollkommen recht. Ja. Ah. Aber wolltest du nicht noch nach dem Schatz da gucken? Nee, nee, wollte ich nicht. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des Heiligen Dismas. Alter, Nate, die erinnert einen einfach an jede Kirche, weil in jeder Kirche gibt's so scheiß Bögen. Was erzählt denn der da von der Heiligen
Von der heiligen Diarrhoea. Ja, genau die. Ach, Geschlechtskrankheiten. Das ist echt unangenehm, sowas zu haben. Das kann ich dir sagen. Ich kenne mich damit noch nicht so aus. Nee, ja. Mach auch besser nicht. Ist echt unangenehm. Oh, ich dachte, du hattest Bronchitis. Ja, auch. Aber was ein echter Kerl ist, der sammelt ja auch so ein bisschen, weißt du? Das freut mich zu hören. Ist, also, ach, guck hier. Das ist ja auch langweilig, wenn man nur eins hat. Also, eins kann ja jeder. Darauf muss ich dann gleich ein Träubchen in den Mund stecken. Mhm. Mach mal. Gut um. Gemacht. So, wie lässt er mich jetzt, hilft er mir jetzt? Oder? Nee. Und? Das ist ein Pfad. Wie? Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte, jetzt fällt das Ding wahrscheinlich runter und dann kommst du darauf. Das bricht jetzt ab und dann... Oh, oh, wer hätte das gedacht? Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Auch cool, das ist aber echt mies, wenn wir schon das Skripting davor erkennen, ne? Ja, na gut, aber das war jetzt auch sehr, 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 sehr offensichtlich. Okay, aber ich muss jetzt hier auch noch irgendwie Sam, rüber. Was entdeckt? Vielleicht hier irgendwie. Oh, Geronimo! Sam, hey, ah, sehr bist gut. Du noch da? Guck mal. Wir müssen uns ja eh erstmal wieder reingrooven, also ist auch ganz schön, wenn das Spiel eher so auf Idiotenmodus gerade ist. Er ist kaputt. Der beste Freund ist weg. Ah! Ja, stimmt, Sully hat ihn ja auch noch verlassen. Weil er nicht so ganz zufrieden war, wie er das mit Elena geregelt hat. Ja, klar, ja. Zu Recht. Ja, das war. Macht man nicht. War jetzt auch echt scheiße, die ganze Angelegenheit. Okay, dann spring rüber. Ich finde gut, dass Nate gerade mitten an irgendeinem abgebrochenen Holzding an der Wand auf irgendeiner Insel hängt und. Warte mal, meine Ehe ist kaputt, mein bester Freund ist weg. Ist eigentlich gerade alles scheiße. Ja. So, der hat irgendwie komische Momente, um auf sowas zu kommen. Aber sie waren doch auf Madagaskar oder wo waren sie? Ich finde toll, wie du das aussprichst. Hast du das auch aus Hangover? Madagaskar und Thailand? Thailand kenne ich auch, aber Madagaskar kenne ich noch nicht. Na, warst du im Madagaskar? Ja, es war Madagaskar. Das sah auch schön aus, aber wie wir schon gesagt haben, ist das ja vom Zeichenstil. Oh, da kannst du dein Kettchen anmachen. Ja, das mache ich aber erst später. Jetzt möchte ich erstmal hier lang gehen, was. Und das Panorama. Danke dafür. Wir können mit Sam reden. Guck mal, machen wir das doch. Mich nicht gehört? Wann? Vorhin, ich hab dich gerufen. Nichts gehört, wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Oh, jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja. Worüber reden die Deppen? Ich hab keinen, verstehe ich nicht. Na, Nate hat gefragt, wie es ihm geht. Ach so. Und da kam keine Antwort. Zumindest war da kein Textding. Das ist ja blöd. So, ich denke mal, wir müssen irgendwie so grob in die Richtung da. Ich vermute, ja. Frage ist, wie? Vielleicht hier irgendwie runter. Warte mal. Na komm. Mach mal hier. Hallo. Ich ging doch eben. Hier ist doch... Manchmal will er mich aber auch ein bisschen verarschen. Okay. Geronimo! Oh, aua. Wuhu! Es ist, er muss aber genau auf die Seite, ne? Swing dein Ding. Und rüber geswingt. Und Sam schafft das bestimmt alleine. Der springt da jetzt einfach runter, weil er einfach so geil ist. He's so mean. Und ist da was? Ein Moment. Ich guck mal, ob ich hier hoch kann. Also hier kann ich hoch, aber was das bringt, ist die Frage, weil da komme ich das Scripting für Sam Start. Er soll rüber springen. Ja. Ach, guck mal, hier. Nee. Nee. Das war irgendwie sinnlos. Also musst du da wieder zurück. Noch nicht so ganz verstanden, wozu ist denn jetzt dieser Aufstieg da? Naja. Das schmeckt sehr, sehr gut, der Tee. Ist ein geiler Tee, oder? Ja. War gar keine so schlechte Empfehlung. Das ist praktisch das Franziskaner Weizenbier unter den Tees. Ich habe jetzt einen Laden gefunden, hier in Berlin, muss ich dir sagen. Der Laden... In Berlin gibt's Läden. Dachte, wir sind Kommunisten. Ja, aber der Laden heißt Bierlieb. Ich war selbst noch nie drin, aber ich habe mir das von außen mal angeguckt. Und deshalb, und die haben haufenweise Bier all over. Ich dachte, da gibt's nur Wein. Sekt. So. Sekt, ja. Sekt, da gibt's nur Schaumwein. Nee, aber die haben halt wirklich auch die belgische Sammlung. Ich meine, wir beide, ja. Ohne jetzt mal irgendwie blöd zu sein, wir kennen uns ja ein bisschen aus. Wir liegt dadurch, dass wir halt da auch leben mussten und gelebt haben. Ich trinke ja zum Frühstück schon immer ein Trappistenbier, einfach weil ich so an mich anders gewöhnt bin. Ja. Fuck, ey, was ist denn das? Also da hinten, warte mal. Ja, und da gibt's alles. Da gibt's belgisches Bier. Du bist jetzt, wenn du so machst, bist du, glaube ich, auf einem anderen Schwung. Nee, bist du nicht, ne? Ah!
Ja, auf jeden Fall. Nee, die haben da nicht nur Belgische. Es sah halt aus, als ob die hier haufenweise verschiedene Biere haben. Ja. Also vor allem belgische. Das ist ja schon mal. Was macht man denn jetzt hier? Das muss nicht sein, du. Und ich denke, das ist schön. Ja, ist es. Ich fand es auch total knorke. Musst du das Ding hier irgendwie benutzen und kombinieren? Ich versuch's. Boah, ja. Wie er das hier auch rüberschiebt. Ja, er wuchtet das ganz schön. Also ich bin mir noch echt komplett unsicher, was ich hier überhaupt machen muss. Also warte mal. Ist hier noch irgendwas? Ich war hier noch gar nicht drin. Da gibt's noch eine Kiste wieder. Da geht's nicht weiter. Schade. Hier geht's nicht weiter. Nee, geht nicht. Schade. Okay, das ist. Also ist der komplette Raum hier ist vergleichsweise sinnlos. Sinnfrei. Oder was heißt. Nicht für das Spiel relevant. Nicht für das Spiel relevant. Was macht man denn jetzt mit dem Oschi hier? Weil ich kann ihn ja auch nicht besonders weit schieben. Also ich kann ihn ja gerade mal hier unten rumkurven. Du kriegst den also nur auf diese. Auf der. Weil ich krieg den ja hier nicht hoch. Kannst du den runterschubsen? Habe ich auch überlegt, dass man dann einen schnelleren Weg wieder hoch hat. Vermutlich wird das wirklich der Hintergrund sein. Aber geht auch irgendwie nicht. Und wenn du das dann aber da, wo. Wie heißt das? Ah! Nee, jetzt zieh mal das Ding zurück und mach mal da, wo die Brücke war. Ja. Ich versuch's. Der steuert sich so wie so ein Einkaufswagen, wo so ein Rad so ein bisschen verhakt ist, weißt du? Wenn du es jetzt runterklopfst? Es geht leider nicht, weil es nicht genug Platz da. Guck mal, weil da sind ja so diese. Dinger hier. Das ist ja wie so die Poller, wie in der Fußgängerzone, dass du mit dem Auto nicht durchfährst. So ungefähr ist das hier auch. Und das ist. Ich krieg den nicht mehr. Nate ist halt auch ein bisschen auch ein Schwächling, ne? Also kriegt den da jetzt nicht. Ich meine. Ich habe halt langsam das Gefühl, ich habe den hier so ein bisschen verkantet. Ja. Ja, ich glaube. Was das ist denn der Background dafür? Ich weiß es auch nicht. Und vor allen Dingen, wie geht's denn jetzt hier weiter? Also. Jetzt musst du nochmal die Sprachsequenz einleiten. Du kannst übrigens auch gleich mit dem Schwingding auch darüber springen. Schöne Aussicht. Meinst du, dass ich da. Hm? Ah. Hast du nicht gehört? Mann, aber ich komme noch nicht bis da gehofft. Hinten. Mit gehört? Dem Schwing. Kann nicht ich da, einfach aber hier runter? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Man unterschätzt ja manchmal, wie weit Nate so springen kann. Vielleicht kann er ja. Ja, manchmal glaube ich ja noch an Leute, weißt du? Ich glaube ja an Menschen. Ja. Manchmal glaube ich daran, dass er das kann. Einfach auch. Okay, dann probiere ich es nochmal hier. So. Und dass er jetzt. Nee, es reicht nicht. Es reicht nicht, ne? Ah, guck mal hier. Da. Ah, das. Das muss man doch auch erstmal wissen. Das ist doch hier alles nicht das so einfach. Das macht doch den Reiz des Spiels. Jetzt hast du aber die Sprachsequenz überschritten. Ja, ist doch egal. Wir wissen doch, was da gesagt wird. So. Hier unten ist ein. Das war jetzt aber auch echt nicht schlecht versteckt. Kann man auch einfach mal so sagen. So. Das ist doch schön, wenn man diesen Erfolgsmoment hat. Ja. Den hatte ich immer. Also, das, was das angeht, krasseste Erfolgsmomente dieser Art, so dass du plötzlich checkst, wie es geht, immer Portal. Ne? Ja, klar. Einfach, wenn du echt 20 Minuten da rumrennst, immer hin und her, blöd mit deinem orangen und blauen Portal rumballerst und dann irgendwann denkst, ach du Scheiße, ja natürlich, erst da und dann darüber und dann hab ich's. Na klar, das war hat sehr einmalig gemacht. Geile Gefühle, immer das war wirklich mal Erfolgserlebnisse. Dafür wurde das Wort Erfolgserlebnis erfunden. Für Portal. Das gab's vorher auch noch nicht, das Wort. So. Jetzt müssen wir hier noch. Eine schöne Oxidation oder ja, sowas in der Art. Sieht ein bisschen danach aus, als wäre da irgendwie Eisen runtergelaufen oder Kupfer. Oder irgendwas. So. Her damit. Zack. Sam, hier rein. Hier rein, als ob das irgendwas drin wäre. Das ist doch nur so ein Überhang. Eine Concavity, würde der britische Geologe sagen. Zack. Das Wort habe ich über alle Maßen in meiner Masterarbeit benutzt. Deswegen Concavity? Ja. Aushöhlung. Furchtbar. So. Sieht aber echt schön aus hier. Mann, möchte ich hier gerne rüber. Inselparadies. So sah es übrigens in Kroatien auch so halbwegs aus. Also,
War echt schön. Ist echt schön. Kroatien ist echt schön. Aber ich glaube, über Kroatien rede ich nächste Folge erst. Schön. Weil ich finde, wir könnten an der Stelle dann auch mal dich noch ein bisschen klettern lassen. Ja, sonst bitte. Ist ja auch blöd für dich. Du sitzt immer nur da. Und natürlich mit meinem Tee. Und nachher musst du wieder ballern und beschwerst dich. Zu Recht. Und deswegen machen wir Päuschen und du kletterst nächstes Mal. Machen wir so. Bis dann. Ciao.